Das GTI-Treffen ist schon lange nicht mehr ein Event nur für Golf-GTI-Fahrer. Nach 3 Jahrzehnten haben fast alle Marken des Volkswagen-Konzerns das alljährliche Treffen der PS-Jünger am Kärntner Wörthersee als wichtige Plattform entdeckt. Neue Modelle und interessante Showcars werden hier exklusiv präsentiert. Vor 30 Jahren begann alles mit 160 Fans in ihren 72 aufgemotzten Golf GTI der ersten Generation. In diesem Jahr spricht die Polizei von 150.000 Besuchern, die in die eher beschauliche Gemeinde Reifnitz gepilgert sind. Mit VW, Audi, Seat und Skoda sind deutlich mehr Marken als zu Beginn beim GTI-Treffen dabei. Aufgrund der vielen Ausstellungsstücke und Besucher ist doch die Fläche größer geworden und reicht jetzt bis an den Farkasee. Zentrum ist und bleibt aber Reifnitz. Deshalb hat Volkswagen dort auch seinen Fans ein Denkmal spendiert. Standesgemäß ein in Stein gemeißelter Golf GTI. Inzwischen ist das GTI-Treffen auch kein Event einiger PS-verrückter Jugendlicher mehr. Die Fans sind erwachsener geworden und reisen mit der ganzen Familie an, um die neuen Autos zu bestaunen, Tuning-Ideen für den eigenen fahrbaren Untersatz zu suchen, Rennautos von VW, Skoda, Seat und Audi aus der Nähe zu sehen. Trotzdem gibt es sie immer noch, die Menschen, die das GTI-Treffen zu dem gemacht haben, was es schon immer war. Ein besonderes Wochenende für alle, die Benzin im Blut haben und in ihre Autos oft den letzten Euro gesteckt haben, um es zu einem ganz besonderen, einzigartigen Fahrzeug zu machen. Und wie in den vergangenen 3 Dekaden war auch das diesjährige GTI-Treffen eine Fundgrube für alle, die noch die eine oder andere Tuning-Idee suchten. Das GTI-Treffen ist eines der friedlichsten Großevents in Europa, bei dem die Polizei inzwischen kaum noch etwas zu tun hat. Selbst die Zahl der Verkehrsverstöße ist kräftig zurückgegangen, sodass auch die 300 eingesetzten Polizisten Zeit und Spaß daran haben, sich die einzigartigen Autos aus der Nähe anzuschauen. Automobile Träume als Familienevent. Damit hat sich das GTI-Treffen am Wörthersee inzwischen zu einer festen Größe bei den Autofans jeden Alters etabliert. Nur ein Problem gibt es immer noch. Die Hotels und Pensionen sind lange im Voraus ausgebucht, wenn der See ruft. Für alle, die beim 31. Treffen Mitte Mai dabei sein wollen, hier ein Tipp. Sich vielleicht jetzt schon um ein Zimmer zu bemühen. Denn eines, das ist klar, auch 2012 werden die VW-Konzernmarken wieder für viel Begeisterung sorgen.